Cyberkriminelle stahlen Kryptowährungen im Wert von 100 Millionen Dollar über die Horizon Bridge von Harmony, ein Tool zum Tausch von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchains. 2022 war bereits ein rekordverdächtiges Jahr für Kryptodiebstähle mit 1,26 Milliarden Dollar Verlust allein in den ersten drei Monaten. Harmony, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, reiht sich ein in eine lange Liste von Opfern von Kryptodiebstählen. Das Unternehmen gab bekannt, dass Kryptowährungen im Wert von fast 100 Millionen Dollar gestohlen wurden. Zwei Tage nach dem ersten Hack hat Harmony getwittert, dass das Unternehmen bereit ist, ein Kopfgeld von 1 Million Dollar für die Rückgabe von Horizon Bridge zu zahlen. Das Opferunternehmen behauptet, es werde sich dafür einsetzen, dass keine strafrechtliche Verfolgung erfolgt, wenn die Gelder zurückgegeben werden. Das Angebot eines Kopfgeldes könnte darauf hindeuten, dass Harmony hofft, dass derjenige, der hinter dem Hack steckt, es sich anders überlegt und darauf besteht, dass der Hack nur ein Sicherheitstest war. Ein ähnlicher Fall ereignete sich letztes Jahr, als Cyberkriminelle Kryptowährungen im Wert von 614 Millionen Dollar von Polynetwork stahlen, um das Geld dann später zurückzugeben. Polynetworks bedankte sich bei dem Hacker für die Aufdeckung von Sicherheitslücken, bot ein Kopfgeld von 500.000 Dollar an und bat den unbekannten Bedrohungsakteur, Chief Security Advisor des Unternehmens zu werden. Harmony behauptet, dass private Schlüssel kompromittiert wurden, was zu dem Einbruch führte. Das Unternehmen beharrt darauf, dass diese Schlüssel über eine Passphrase und einen Schlüsselverwaltungsdienst verschlüsselt wurden und kein einzelner Rechner Zugriff auf die Schlüssel hatte. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Angreifer mehrere Schlüssel in die Hände bekamen oder den notwendigen Schlüssel zusammensetzten. Verschiedene Arten von Kryptowährungen wurden von den Angreifern erbeutet. Sie wurden jedoch alle gegen Ethereum-Münzen eingetauscht,